Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farming Simulator 2017. Genau, ich glaube, es ist mittlerweile die 11. Folge. Und wir sind jetzt hier gerade wieder beim Feld vom Steyr Multi 4095 Multi. Und wir sehen jetzt einfach mal das Feld zu Ende, weil das hier oben relativ ungleichmäßig ist. Genau, und dann schauen wir einfach mal. Machen wir erstmal die Stellen weg, die noch nicht gesät sind. Und dann starten wir einfach mal den Motor. So. Erstmal wieder hier die Sämaschine gesenkt ist. Sie nur noch anschalten. Direkt wieder die Warnung, dass ich das Feld nicht besitze. So, dann schon. Kurz hier drüber. So, und dann, genau. Genau, ich produziere jetzt gerade etwas vor. Wenn ihr die Folge seht, dann bin ich gerade im Bayerischen Wald. Genau. Und mache für ein Wochenende dort Urlaub. Genau. So, da hinten noch eine kleine Stelle. Und dann lassen wir den Rest erst mit dem Helfer machen. Wir haben erst in der letzten Folge haben wir das Ganze erst aufgefüllt. Den Traktor müssten wir auch mal wieder putzen. So wie schmutzig wie der ist. So, dann lassen wir den Rest mal den Helfer machen. Erstmal. Und dann schauen wir mal, was wir so machen können. Ich müsste jetzt auch gleich mal schauen. Schauen wir mal. Fährt zwar relativ gerade, aber hier noch so eine kleine Stufe drin. So. Jetzt kann man so lassen. Gut, springen wir direkt mal zum anderen Fahrzeug. Den brauchen wir jetzt nicht, aber den brauchen wir. Schauen wir einfach mal. Ob wir schon etwas reinschaffen. Ob wir da wieder 100% Sauberkeit haben. Ja, Sauberkeit 100%. Wolle immer noch keine. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal. Wie weit Feld 40 schon ist. Jetzt schauen wir mal. Okay. Mal ganz kurz nochmal aussteigen und nochmal schauen, was der Helfer schon wieder für Organisationsprobleme haben. Fährt der hier nicht weiter? Wir müssen es halt jetzt doch kurz machen. Das gehört schließlich auch dazu. Senken wir die einfach mal. Motor an. So. Dann machen wir das Feld kurz fertig. Soll ja auch mal fertig werden. Und wollen wir die Zeit schneller stellen, damit wir dann auch schnell wieder Ernte haben. Nicht so lange warten müssen, bis wir wieder unser Geld bekommen. So, genau.
Schon ein bisschen wieder schräg. Kurz anschauen. Aussieht, machen wir mal Licht an. Schaut doch eigentlich ganz schön aus. Rein. Nehmen wir gleich die beiden Ecken auch noch mit, die wir hier haben. Damit wir auch das ganze Feld gesät haben. Okay, da hat unser Helfer auch nicht gescheit gekrubbert. Nach hinten rausschauen. Sind wir schon schöne Linien. No, schneller fährt er leider nicht, aber das ist natürlich beim Säen so, da kann man nicht noch schneller machen, weil wenn man noch schneller macht, dann genau, wenn ihr, ich habe jetzt ja überlegt, dass ich nicht immer so eine spezielle Zeit sage für die, ja, für die Videos, wann die kommen, so wie ich jetzt gemacht habe mit Mittwoch. Also die Landwirtschaftssimulator-Videos werden weiterhin um 11 kommen, das ist natürlich, das bleibt so. Aber die Vlogs kommen dann, wenn ich was Interessantes euch zu zeigen habe, sage ich jetzt mal so. Und nicht immer zu einer speziellen Zeit, so wie es jetzt war, Mittwoch, so circa zwischen 9 und 16 Uhr. Der letzte ist, glaube ich, schon relativ früh gekommen, weil ich da relativ viel Zeit hatte. Genau, aber das möchte ich jetzt ja so machen, dass die kommen einfach dann, wenn ich was zu zeigen habe. Zum Beispiel, wie ich jetzt im Bayerischen Wald bin, da wird auf jeden Fall auch ein Vlog kommen. Der wird aber erst danach am Wochenende kommen, weil ich dort quasi nicht hochladen kann oder auch nicht bearbeiten kann, weil ich ja meine Videos nicht so wie vielleicht andere Menschen am Laptop schneiden oder MacBook oder so, sowas habe ich nicht. Ich schneide die direkt an meinem PC und deswegen, ja, müssen wir, muss ich quasi, kann ich es erst nachdem ich wieder da bin bearbeiten. Genau. Sonst natürlich trotzdem seht ihr dann, was ich da so mache. Ich denke mal, dort wird vielleicht sogar relativ viel Schnee liegen. Genau, abschätzen kann ich das nicht. Ist aber trotzdem relativ weit im nördlichen Teil vom Bayerischen Wald. Also es liegt relativ weit im Norden, nicht der Bayerische Wald erstreckt sich ja über eine gewisse Anzahl an Kilometern, eigentlich an die ganze tschechisch-bayerische Grenze entlang erstreckt sich der, genau, und das wird relativ weit im Norden sein, ungefähr 200 Kilometer von München, von hier entfernt. Heute, an dem Tag, wo ich es aufnehme, am Freitag, geht es um 16 Uhr los. Bei uns, ich denke mal, wir werden so gegen 18, 19 Uhr da sein. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht mit der schweren Kamera filmen, weil die, wie ihr ja in meinem Equipment-Video gesehen habt, die gehört meinem Bruder und der braucht die selber. Genau, und deswegen werde ich wahrscheinlich mit der GoPro sehr viel filmen. Mein Tonaufnahmegerät ist natürlich für den guten Ton genauso noch da. Und dann werde ich wahrscheinlich noch mit dem Osmo Mobile und meinem Handy filmen. Das will ich auch mal machen. Das ist, ich denke mal, es ist auch ganz gut geeignet. Die haben ja auch so wie zum Beispiel die Drohnen, die von DJI sind, die Phantom 4, 4 Pro, Mavic. Die haben das, glaube ich, mittlerweile alle schon. Auch die Inspire 2. Eine Active Track Modus, wo man quasi etwas rahmen kann und das verfolgen kann, und das hat der Osmo Mobile auch. Ja.
glaube auch der normale Osmo hat das. Und deswegen könnte ich dann zum Beispiel Vlogs machen, wo sich der Osmo auf meinem Stativ selbstständig gedreht und dann quasi mir hinterher guckt. Also wenn ich mich bewege, dann bewegt er sich auch. Bin ich mal ganz gespannt, ob das funktioniert. Genau, aber das werdet ihr ja dann sehen, ob es geklappt hat. Sonst werden die Vlogs natürlich anders sein, wenn es nicht funktioniert. Haben wir es auch gleich geschafft. Die Wege werden immer kürzer, die wir auf dem Feld zurücklegen mussten, weil es ja da abgeschreckt ist auf der einen Seite. Genau, und dann düngen wir das auch gleich noch. Jetzt wieder so paar Stumpen, die der Grubber noch stehen gelassen hat. Genau. Dann, wir hatten ja jetzt gestern, ich glaube, ich habe das in den Videos immer ein bisschen falsch gesagt. Ich glaube, ich hatte mich verzählt. Wir hatten ja jetzt gestern die 10. Folge, wo ich das aufnehme. Also nicht, wo ich es aufnehme. Genau, gestern, also heute quasi. Genau, es ist jetzt gerade 12 Uhr. 11 Uhr ist die online gegangen. Könnt ihr euch auch anschauen. Machen wir auch noch ein paar coole Sachen. Zum Beispiel kaufen wir uns einen Frontlader für uns an einen Traktor, den wir schon hatten. Also nicht den wir gemietet haben, den mit dem wir jetzt fahren, also mit dem Steyr. Sondern den, genau. Kaufen wir uns einen Frontlader und säubern den Schafstall. Vielleicht auch für manche von euch ganz interessant. Und genau, und jetzt ab heute kommt natürlich auch das neue Format. Da wollte ich noch sagen, ich habe es ja gestern auf Twitter noch gepostet. Oh, und da wollte ich noch sagen, es ist so, wenn es sollte eigentlich immer Freitag, Montag, Mittwoch, Freitag, also dreimal in der Woche quasi, Montag, Mittwoch, Freitag, jeweils um 13 Uhr kommen. Aber das kommt ganz darauf an, ob es was zu erklären gibt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, das gerne auch in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich ein Lösungsvideo, sofern ich es weiß, dazu machen. Das ist natürlich kein Problem. Und heute, also an dem Tag, wo ich es aufnehme, am Freitag, wird das Video über Silage herstellen gehen. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Also es wird nicht auf derselben Map stattfinden. So viel sei es schon mal gesagt. Ich denke mal, ich werde Goldcrest Valley nehmen, da das immer noch die meisten spielen. Genau, und das somit am populärsten quasi ist. Aber es könnte auch mal sein, dass es eine andere Map betrifft. Wenn map-spezifische Fragen kommen, ist es natürlich kein Problem für mich. So, gesät haben wir. So, schalten wir das Licht mal aus. Motor aus. Und jetzt gehen wir zu unserem anderen Traktor. Und düngen noch kurz. So. Aber ich wollte es auch mal zeigen, wie das von innen aussieht, wenn man düngt. Fahren Sie aber mal direkt hier hin. So, schauen wir einfach mal. Okay, muss das wieder die Geräte auswechseln. So, jetzt senken einmal. Klappen wir die Arme mal aus. Ich glaube, wir müssen aber trotzdem schauen, wie weit die gehen. Schauen wir doch mal von außen. Das würde sogar passen, aber wir stehen ein bisschen schräg drauf. So, und dann schalten wir die einfach mal an. Und düngen hier noch. Geht ja trotzdem relativ schnell, da eben
Genau da, die so breit ist, hätte ich auch von Anfang an gar nicht gedacht. Ich habe die ja nur da drin gesehen, dass wir die schon haben. Aber ich wusste nicht, dass die so breit ist, dass das so schnell geht quasi. Am Ende der Folge angelangt. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge für mich habt, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, das umzusetzen. Genau, ich bin jetzt auch nicht so der Hardcore-Player quasi im Farming Simulator 2017. Und deswegen. Schräg hoch. Ist einfacher. So. Würde ich sagen, sind wir hiermit am Ende der Folge angelangt. Genau, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, schreibt wie gesagt das in die Kommentare. Sonst würde ich mich natürlich über ein Like auf das Video freuen und abonniert mich auch gerne, wenn ihr noch nichts verpassen wollt. Die Folgen kommen wie gesagt vom Landwirtschaftssimulator Lossberg immer um 11 Uhr jeden Tag, Montag bis Samstag, Sonntag nicht. Genau. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag, Mittag oder Abend. Bleibt gesund, seid kreativ und ciao.